So, ich habe jetzt hier schon mal meine Doppelgänger erweckt, indem ich den Eroberin angesprochen habe. Ich kann zu den Doppelgängern ganz einfach wechseln, indem ich hier auf das entsprechende Feld tippe. Und am Ende eines Levels müssen wir eben immer alle im Triforce stehen. Und genau da ist jetzt auch die Levelauswahl. Es gibt hier aktuell, habe ich freigespielt, bis zu 5 Bereiche. Was mit diesen 3 hier ist unten, das müsst ihr selber herausfinden. Und anschließend würde ich jetzt einfach mal so eine Viererkette, ist es ja immer, im Schneefeld spielen oder Schneeland in dem Fall. Wir spielen jetzt hier einfach mal den Eistempel nach. Und hier oben sehen wir dann, welche Materialien da verfügbar sind. Und hier haben wir nur ein Triforce, wenn wir das einmal so durchspielen. Es gibt auch mit Spezialmissionen, da ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Hier sehen wir die Spezialmissionen, die wir spielen können. Ich spiele aber jetzt mal ganz normal. Hier kann man sich immer aussuchen, was für ein Gewand man anzieht. Ich nehme das Bukiri-Gewand. Das ist einfach dafür da, dass man dann 3 Pfeile nehmen kann. Und wirklich, schaut euch das Spiel in 3D an. Das ist wunderbar in 3D. Ist auch, mehr, würde ich sagen, extra darauf ausgelegt. Ja, am Anfang von so 4 Levels müssen wir immer mit unseren Doppelgänger Items wählen und auch mit unserem einen Link. Wir können ja hier frei wechseln. Und jetzt gehen wir anschließend mal hier hin, stampfen diese Eisblöcke hier kaputt und schauen, mit R können wir uns auch schneller bewegen. Wir müssen Gegner natürlich auch besiegen. Die sind auch übereinander gestapelt, das heißt, wir können ja unsere Doppelgänger, unsere beiden, können wir übereinander stapeln. Das ist die Totem-Funktion. Und hier können wir uns dann auch rauf katapultieren, wie wir schon aus A Link Between Worlds kennen. Ja, und wie es jetzt hier weitergeht, das schauen wir uns im nächsten Video an.